Ja, moin Leute, euer Seho hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der gestrigen Episode haben wir den Kühlkörper repariert und haben unser Schiff freigegeben. Und nun können wir endlich wieder rein. Wir werden uns ein bisschen zuerst mit unseren Leuten unterhalten und dann werden wir mit Parvati, ich kann sie immer noch nicht aussprechen, ihre privaten Gedanken teilen. Viel Spaß. 8 Stunden. Oh, ich bin geheilt. Oh, ich bin Jesus. So, wir müssen jetzt nochmal mit dem Schwachkopf reden. Vorher müssen wir allerdings noch was trinken. Wir haben jetzt ordentlich Getränke ohne Ende. Oh. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Wieso bist du kein Getränk? Bist du Alkohol? Elgate-Lager. Ja, du bist Alkohol. Wieso siehst du aus wie ein normales Getränk? Na gut. So, wo ist unser Felix? Gucken, ob er uns für uns eine Quest hat. Foto von Pavis Vater. Ein streng aussehender älterer Mann mit warmen Augen. Wieso bist du so laut? Bist du eine Biene? Ich glaube, das ist eine mechanische Biene. Wo ist vorne? Das ist vorne, ne? Ein bisschen laut ist das Ding schon. Also eine Überwachungsdrohne kann es schon mal nicht sein. Ach, guck mal da. Da sitzt er doch. Hallo. Good to see you, boss. Also, wie bist du auf der Groundbreaker gelandet? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. Jetzt echt? Honestly, before you pick me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Also war es doch. Also warst du niemandem verpflichtet, du warst frei. Stowaways ain't free. We were just as trapped as anybody else. We didn't belong in the system, but we still had to live in it. We still had to play by the board's rules. Imagine spending your whole life looking out at the stars and knowing you could never aspire to be anything more than a box hauler. That's what it's like. Ja, stimmt. Ich meine, du bist im Weltraum, du kannst ja nicht fliehen. Das ist wie eine Mauer, über die du nicht kommst, als wärst du Mexikaner. Du hättest einfach das Leben eines Gesetzlosen leben sollen. The thought had occurred to me, boss, but I had to get off the Groundbreaker first. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Okay, der Vorfall mit dem Wurfballschläger. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You wanna try it. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, erwarte ich von dir, dich zivilisiert zu verhalten. Hättest du das nicht diplomatisch angehen können? Yeah, I mean, in theory. But I wouldn't have felt half as good. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Okay. Du kannst mir danken, indem du keine Schwierigkeiten machst. That's just crazy talk. You know we'd never have a problem. Thanks for listening, boss. Let's get going. Naja. Huh. Du hast sonst keine Quest für mich, oder? Good to see you, boss. Ich will eine Quest haben von dir. Na gut, dann nicht. So, wir haben geschlafen. Uns geht's jetzt wieder gut. Können uns anderen Sachen widmen. Das Notsignal.
Der schlechteste Kontakt. Ellie denkt, mit Jesse stimmt etwas nicht. Ihre Bekannte ist schon verdächtig. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Wir müssen zu Parvati zurück, ne? Stimmt. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest hier, bevor wir das Notsignal in Terra 2 aufnehmen. Bist du hochgegangen? Ah, gerade eben erst. Ja, leider auch klettern in Zeitlupe. Für mich ist Arsch springen, deswegen. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Explodiert das Schiff gleich oder was ist los? What? No. If it were, I'd be hollering loud enough to wake the dead. So, June Lei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Wie schlecht ist es denn? She rhymed compression alternator with aches to meet her. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Klingt, als würde sie dich mögen. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Sowas kann schon ziemlich Spaß machen, aber es ist nicht alles. To me, the best thing was always just sharing space with somebody. Feeling safe and warm. When folks start implying you're a little different from an automechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. I actually had another message from June Lei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Ja, leg los. Right now. Ja, mach. Okay. Jetzt. Here we go. Ja. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking. Isabel. Who's Isabel? Oh, 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 oh. Wow, das ist ja schnell eskalierend. Oh, wow, das ist ja schnell eskaliert. Du siehst ein wenig mitgenommen aus. They were close, Captain. Like more than friends close. Die standen sich nahe. Jetzt also nicht mehr? I don't know. June Lei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Eine ausgezeichnete Idee. Alkohol löst alle Probleme. Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Mir darf man nicht vertrauen. Okay. Wir gehen heute mit June Lei ein... June Lei, sag ich schon. Mit privat hier eintrinken. Ich vergesse es jedes Mal. Ich habe zu viel Fallout gezockt. So. Huch, da fehlt ja einer. Habe ich einen verpasst? Ich weiß es nicht. So. Ab in die Bar. So, ich habe mal Felix mitgenommen. How does this work? Do we get a table? Stand in a corner? Hier sieht schon mal dubios aus. Wer spielt denn bitte schön, Mensch, ärger dich nicht in der Bar? Ja, ich denke, das hier ist ein guter Platz. Wollen wir Mensch, ärger dich nicht spielen? Ja, weiß nicht. Hier. Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today?
Setzt euch hin. Und dann reden wir einfach mal. Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Bist du sicher, dass du das tun möchtest? Du wirkst nervös. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know? I've just been lying awake, thinking about what June Lei said, and feeling my heart shake. Wenn du wirklich betrunken werden willst, wirkt Whisky am schnellsten. Well, drunk's what I'm aiming for, so I'll take your word on it. Bottoms up! Whoa! Easy there, Parvati. Maybe you want to work yourself up to whiskey next time. Oh, no, it's good. I'm fine. I just didn't expect it to taste like... Oh, propellant. Oh, stars, I can feel it settling. Oh, Captain, I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Klingt, als würdest du hauptsächlich jammern. I know you mean well, so I'll try not to take that comment personal. I don't know what to do about us. Sag mir erstmal, warum dich die ihre Nachricht so durcheinander gebracht hat. Well, she talked about another girl, right? Isabel mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Was genau hat sie dir denn geschrieben? Du hast es nie gesagt. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think June Lei still has feelings for her? Also für mich klingt das nicht so, als wäre Isabel und June Lei zusammen gewesen, sondern eher, dass Isabel was von ihrem Vater wollte, vielleicht Stiefmutter, vielleicht Mutter, vielleicht ist sie auch einfach nur ein Bastard. Worum geht es hier gerade wirklich? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Wasser. In Ordnung, dasselbe wie vorher? No more whiskey. I think another leave me on the floor. Zeit für ein Bier. We had beer in the Vale. Smelled like Dad's old socks. Maybe this is better? Down it goes. Oh, no, no, it's still bad. It's still really very bad. Oh, Captain, I want to talk to June Lei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Du hast sie ja einmal getroffen. Was bist du, Drachenlord oder was? Und was ist mit mir? You're swell, Captain, don't get me wrong. I like spending time with you, going on adventures and all, but... That ain't the same as romance. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Es gäbe da eine ganz einfache Methode, um Antworten auf all diese Fragen zu erhalten. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later she's not? Du kannst nicht kontrollieren, wie Menschen auf dich reagieren, egal wie wichtig sie dir sind. Was Besseres kann ich nicht sagen. What do you mean, Captain?
Wenn du versuchst, die Gefühle anderer zu beeinflussen, machst du dich nur selbst fertig. So I should just be myself? You sound like my dad. Super. Friendzone. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Das tun wir alle. I suppose so, but I want to be my best self for her. A good person, worth caring for. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just, wow, so much to think about. Und wirst du jetzt sie auf ein Date bitten? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think? Ja, mach es einfach, meine Fresse hier. Ja, frag. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. Okay, I'm gonna do it. Right when we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Ja, zum einen, ein guter Freund würde dich nicht betrunken machen. Er würde sagen, hey, du brauchst nicht zu trinken, geh einfach hin und sprich mit dir. Halt die Fresse da hinten. Don't you ever go home. Alter. I'm a rambling rose, sweetie. Sei froh, dass ich hier nicht speichern kann. Und zum anderen, wir hätten den anderen auch mitnehmen sollen, wenn wir schon alle mitnehmen. Naja, gut. Konnte ich ja nicht ahnen. Rizzo's Purple Berry Bud. A soft flower candy shell around its sweet purple berry flavored center. Suck it, chew it. So, zurück auf unserem Schiff. Es ist natürlich geil, wenn man die dabei hat, dass man so Konversationen mit denen machen kann, dass man einzigartige Interaktionen mit ihnen hat, aber die sterben ja halt viel zu schnell in dem Modus. Oh, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, oh, die Viecher sind weg. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Though, that whiskey to get my head aching something fierce. Feels like a primal's chewing on my skull. Hast du sie jetzt gefragt? I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning and it was unclear. I was drinking when I sent it, otherwise I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Gab es irgendwelchen lustigen Tippfehler? Oh, she called mashed potatoes smashed potatoes, but I think maybe that's just what they call them on Groundbreaker. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her. So if she feels the same about me, there won't be any surprises. Also mag Junlei dich doch. Und sie hat es auf die seltsamste Art, die man sich vorstellen kann, gesagt. Isn't she sweet? It's like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Bitteschön, warum ist dein Mund innen drin grün? Okay, sie ist zurück. Alle sind glücklich. Meine Camp ist auf der richtigen Position, damit wir alles sehen können. Sehr schön. Na gut. Dann können wir jetzt endlich weiterziehen. So, was haben wir denn noch? Ellie denkt mit Jessies Stimme etwas nicht da. Begleiter?
Ellie ist mein... Oh, jetzt weiß ich, wo die Lücke herkommt. Ihre Bekannte ist schon verdächtig lange auf der Krankenstation der Groundbreaker. Na gut. Dann wissen wir jetzt, was wir tun können. Wir speichern hier an dieser Stelle kurz. Wenn wir es können. Auch wenn wir automatisch speichern, wenn wir hier die Tür verlassen. Ne, ihr bleibt hier. Kein Bock, dass ihr sterbt. Ihr seid meine Unterhaltung. Was ist hier eigentlich drin? Achso, hier haben wir schon ein paar Leute getötet. Okay. Wir haben ja schon die Krankenhausbekleidung, deswegen können wir hier einfach reingehen, ne? Hallo, ich bin hier, um komische Dinge zu machen, die euch nichts angeht. Hallo. Operator. Da waren wir ja schon mal drin, ne? Ja. Ich nehme mal... Ist hier jemand? Oh, sie sieht gerade nicht hin. Jetzt müssen wir ganz kurz raus. Ich möchte mich hier komplett umsehen. Weil da ist schon wieder so eine Menge Blut. Aber da kommen wir nicht rein. Good job. Noch mehr Zeug, noch mehr Zeug. Ah, alles meins. Ich klaue so unheimlich gerne. So, einmal kurz raus. Zack, zack. So einfach geht das. Da waren wir gerade drin, ne? Sie kommt nicht. Der Patient ist da. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir aber rein. Guck mal, hier ist nochmal Peppels. Toxifree. Ambi irgendwas. Dinge, die ich nicht aussprechen kann. Versperrt. Ja, guck mal, da ist sie drin. To the last rats on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Ellie hat mich geschickt. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Die hört sich nicht wirklich krank an. Die hört sich eher so an, als würde sie etwas aus dem Weg gehen. Sie macht sich Sorgen um dich, ziemlich große. Criminy. She really ain't gonna drop this, is she? All right, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've gotta do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Ich arbeite in der Tat für den Vorstand. Oh, laws. Wait, don't gut me and skin me yet. Please, talk to Bedford. Tell him I can pay, a part of it, and I'm a useful person to know. Just ask Ellie. Surely you wouldn't drag me before him. I'm dreadful contagious. I just know if I face him, I'm dead. Okay, ich spreche für dich mit Udom. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Wir kennen uns gar nicht. I guess I should say, Ellie is one, huh? Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Die Zeit ist abgelaufen. What? Bin schon weg. Shadows here. Ich bin wie ein Schatten. Ich bin der Schatten, der die Nacht umflattert. Oder umflattert, oder? Ich weiß es nicht. So, Bedford. Jetzt komme ich zu dir. Und jetzt musst du mir aber eine Menge Geld zahlen, damit ich sie verrate. This is House. How do you do? Ah, how might I assist you? Ich bin hier wegen Jesse Doyle. Ich will, dass ihre Schulden... Was? Nein. Ich will die Schulden eintreiben. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Lebendig ist sie mehr wert als tot. Lass ihre Schulden abarbeiten. That's not unreasonable.
What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Sie versteckt sich auf der Krankenstation, um den Auftrag zu mördern und aus dem Weg zu gehen. Ich bin sicher, sie würde richtige Arbeit bevorzugen. So wie ich das sehe, hat sie keine große Wahl. Keine vermutlich, aber wenn sie nicht zur Arbeit erscheint, kannst du sie immer noch abmoxen. Ja, das klingt gut. I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ja, ja. Wo sind die? Wie viel bekomme ich für Phoenix? Da steht ja auch nichts, was ich bekomme. Naja, bekomme ich gar nichts. Habe halt überlegt, ob ich ihn jetzt schon verraten soll, aber dann müsste ich ja diese Quest machen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht in meinem Sinne. Finde ich. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. Harry hat ein ganz komisches Gesicht. Heilige Scheiße. Das ist ein normales Gesicht, aber was zur Hölle ist das? Das ist ein Fisch. Das ist 1A ein Fisch, Leute. Holy shit. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Moment. Wolltest du sie rausholen, um das Geld zu kassieren? Willst du damit sagen, dass du für mich arbeiten wirst, nur weil ich Jesse geholfen habe? If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Was hat Jesse für dich überhaupt gemacht? She helped me win a bet. Was für eine Wette? We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. Und? And as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Ja, interessante Geschichte. Moral is, mantisaurs can't run when they're full of holes. Okay. Du schuldest den Leuten nicht wirklich, nicht gerne etwas, oder? It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Na gut, komm rein. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll figure something out. Vorteile können wir auch wieder machen. Nice. So. Wir müssen besser lügen können. Reicht das schon? Nein. Na gut. Jetzt haben wir Ellie am Start. Jetzt müssen wir zurück zum Schiff. Something on your mind? Jetzt müssen wir zurück zum Schiff. Okay. See you around. So. Oh. Ist alles gut. So, Vorteile. So, was haben wir denn hier? Du bist sehr effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Schnellreise, trotz Überladung, Aufladerate, taktischen Zeit. Grundrüstungswert. Sprintgeschwindigkeit, Gehgeschwindigkeit, taktische irgendwas. Genauigkeitsabzug für Bewegung. TZD pro Tötung. Okay, kriegen wir Zeit zurück. Wissenschaftswaffenschaden. Ist nicht schlecht. Lauftempo.
Markierungsreichweite. Endlaufpreise, Dialogfähigkeiten. Du erhältst einen Bonus auf Dialogfähigkeiten, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist. Das ist gut. Tragekapazität von Begleitern. Nö. Gewicht von Verbrauchsgegenständen. Okay. Oh! Check. Was haben wir noch hier? Begleiter. Chance, dass wenn du ein Begleiter... Chance beim kritischen Treffer, die Abklickzeit... okay. Der Rest ist eher langweilig. Ja, gut. Ja, ein paar Dinge haben wir gefunden. Vor allem so Laufen können wir später machen und so. Aber Leben durch Kills zu regenerieren ist schon echt klasse. Und damit endet die Folge für heute. Wir haben einen Rekruten mehr auf unserem Schiff. Wir haben die Gefühle von Parvati mitbekommen. Bis, eigentlich wahrscheinlich niemanden interessiert. Ja, yeah, sie ist irgendwie verliebt und durcheinander. Sie ist, keine Ahnung, 12. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ciao.